Moin zusammen, ich darf euch heute begrüßen zu einer neuen Folge von Frag viel und Fall. Wir haben regelmäßig bei unseren Vorführungen eine gewisse Diskussion bezüglich der Rollstuhlrettung. Dafür habe ich uns heute mal einen Spezialisten hierzu mitgebracht. Moin Felix. Moin Phil. Moin auch an euch. Ich bin der Felix Brettschneider. Ich bin im Bereich Produktmanagement Hubrettung bei Rosenbauer Karlsruhe tätig und war auch jahrelang für den Bereich Rettungskorb und Anbauteile konstruktiv verantwortlich. Ich habe heute das richtige Wissen dabei, um das Thema mal anzuschauen. Felix, dann würde ich sagen, bauen wir direkt mal die Rollstuhlrampe am Rettungskorb auf und schauen uns das Handling an. Auf geht's. Auf geht's, Felix. So, wir haben jetzt hier mal alle Bauteile vorbereitet und erläutern euch die mal im Einzelnen, was man dafür braucht, um einen Rollstuhlfahrer im Korb zu transportieren. Hauptkomponente logischerweise haben wir hier in der Mitte stehen. Das wäre die Rollstuhlrampe, die gleich am Korbboden montiert und befestigt wird. Hier das rote Bauteil, das ist unser Handlaufadapter. Den werden wir benötigen, weil wir die Multifunktionssäule entnehmen, die Korbfront öffnen. Und um das Ganze wieder sicher zu verschließen für den Anwender, werden wir dann hier den Handlaufadapter verbauen. Hier haben wir vier einzelne Gurte, die dafür genutzt werden, um den Rollstuhl im Korb zu sichern und zu befestigen, damit uns der Rollstuhl unterwegs nicht verloren geht. Jetzt haben wir quasi den Rollstuhl schon auf der Lagerung gesichert. Jetzt geht es hier mit diesem Gurt noch darum, den Rollstuhlfahrer auf dem Rollstuhl zu sichern. Dafür nehmen wir hier diesen Beckengurt dann nochmal zusätzlich. Wir haben jetzt euch alle einzelnen Komponenten vorgestellt, die wir zum Retten von Rollstuhlfahrern brauchen. Diese würden wir jetzt mal an unserem Rettungskorb hinter uns montieren, damit ihr seht, wie das ganze System auch im aufgebauten Zustand aussieht. Fazit zu dem ganzen Thema, welchen großen Vorteil bringt uns jetzt eigentlich die Rollstuhlrampe? Bisher war es immer so, wenn man Rollstuhlfahrer retten wollte, hatte man die einfach bei den alten Rettungskörben umlagern müssen, also vom Sitzentransport zum Liegentransport, um die überhaupt aus dem Gebäude rauszubekommen. Hier ist uns bei der Lösung voll und ganz bewusst, man braucht gewisse bauliche Gegebenheiten, um vernünftig mit dem Korb an tiefen Balkonen anleitern zu können. Ja, aus konstruktiver Sicht kann man auch sagen, wir haben hier einen hohen Wert darauf gelegt, dass wir hier mit der offenen Korbfront arbeiten. Man kann ja hier die ganze Korbfront aufmachen. Wir können die Rampe herunterklappen. Wir können den Rollstuhl quasi sehr ergonomisch und auch patientengerecht hier auf den Korb hinauffahren. Und weiterer Punkt, wir können hier die Einstiegstüren komplett unabhängig von der Lagerung öffnen und schließen, sodass dann der Rollstuhlfahrer und zwei weitere Personen hier im Korb sicher sich verfahren können. Ja, wie ihr seht, die Person konnten wir retten. Sie ist hier wohlauf angekommen, sie strahlt. Somit aus unserer Sicht, Mission war erfolgreich. Ich hoffe, das war ein interessantes Video für euch im Punkto Personenrettung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einfach ein Like da. Und wenn ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse, dann gehen wir auch auf deine Frage ein. Somit verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal. Felix, hat super geklappt.